und herzlich willkommen zurück zu Justin Wick and the Big Time Hack. Ja, ich hoffe, dass ich das noch hinkriege mit meiner Stimme und meiner Nase aktuell. Ich habe ja schon in den letzten Folgen ziemlich nasal gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden uns aufmachen und das tun, was wir eigentlich schon die ganze Zeit tun wollten. Nämlich diese Tragebox da für unseren Kater holen. Und wir müssen immer noch gucken, wie wir an diesen Ohrring kommen. Ich weiß nicht, das war hier links, oder? Genau. So, das hätte ich einmal gerne. So, that pet carrier. Real beauty, am I right? I'll let it go for one small bunch of monies! Sorry, got a little carried away there. Ich find's immer noch überteuert, aber viel Spaß. Okay, enjoy this small bunch of monies. Deal! Oh, and by the way, all sales are final. That has a nasty ring to it, the way you say it. Ja, dann hier wohnen wir, ne? Dann holen wir mal unseren Kater. Okay, Oligarch, in the carrier you go. No, don't make a fuss. Gotcha. Oligarch, my beautiful little cuddle monster. Yes, you are, yes, you are. Okay. Ich sage nichts dazu. Ich weiß ja, wie man mit Hunden spricht. Also wird das wahrscheinlich auch ähnlich mit Katzen sein. So, dann wollen wir das Monster mal rausholen. These rats think they're so tough. Wait till they get a look at my fierce little tiger. Okay, do your thing, Oligarch. Make Mummy proud. Dein Ernst? Oligarch, come back this instant. They're not that scary looking. Ish? I guess maybe Oligarch isn't quite the fierce tiger I was hoping for here. And now I've got to find him before I can do anything. But I don't think he's got very far. Können wir denn nicht vorher irgendwie noch mit ihm reden? Justin, finally! Julia! Don't worry, I'll find a way to cross that pit. Careful, Jules. As much as I'd love to see you again, there's some scary stuff living in that pit. Ja. Ach, der sitzt jetzt oben im Baum. Ah, aber den Ohrring können wir uns jetzt nehmen. An earring with a hook. Das Schmetterlingsnetz hatte... Nee, das hatte er doch am Ende, oder? Ach, das ist scheinbar bei der Aktion kaputt gegangen. A smelly old tin of Sammy's extra stinky sardines. I hate sardines. There's no way I'm opening this thing. Ich bin am überlegen, ob man damit die Katze irgendwie... Achso, die haben ja keinen Zugriff mehr. I don't seem to be able to access the microwave at the moment. Aber ich denke, es hat was mit der Sardinenbüchse zu tun. Können wir eventuell... Et voilà! Wir können. Okay... Die Frage, Moment, die Frage ist jetzt nur, als wir mit ihr unten waren, haben wir hier doch, ich kann es gerade nicht anvisieren, aber da oben ist doch das Gitter, oder? Das probieren wir mal eben aus. Geht das? Okay, let's lower this thing down and hope something comes up. Die Frage ist, fischt sie jetzt die Bananenschale? Hm. Looks like someone is fishing for something. Actually,
I'm pretty certain I'm going to slip on that thing if I try picking it up. Okay. Kriegen wir das da dran? Weil das ist so weit weg, ne? Hmm. The tin is all oily and stinks of sardines. This is going to take all my ring-tossing skills. Oh, fuck, der will das. Ay, caramba! Well, at least it scared those rats away. Ah! Okay, es hat die Ratten verscheucht. Das ist schon mal super. Allerdings habe ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das Krokodil sich das Teil jetzt schnappen wird. Okay, sie hat jetzt die Dose. Können wir damit die Katze locken? Wilder Tiger. Juhu! Oligarch! I've got something for you. Here's some extra stinky sardines for you. Gotcha! Das sah jetzt überhaupt nicht danach... Oh. Danach aus, als ob das geklappt hat. Those edges are sharp. Okay, das Ding ist scharf. Die Frage ist jetzt nur... Wie kommen wir jetzt zu Justin rüber? Looks pretty solid. I bet it could hold a person's weight. Ja, das hast du schon mal gesagt. Und ehrlich gesagt kommt mir dann ganz, ganz dummer Gedanke. An earring tied to a ball of yarn. I bet this would be great for really adventurous moves. Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist oder ob das überhaupt funktioniert. Nein, oder? Hang on, Justin. You're not about to do anything rash now, are you? Well, I thought I might, actually. Aber warum geht sie jetzt? Ach du Schande. Ihr schreckt mich. Piece of cake. Oh, Julia. Ach du Scheiße. Reunited at last, huh? I guess my invitation got lost in the post. Will you guys stop looking so surprised? I survived, okay? So, what happened? Well, as I saw my empire being swept into oblivion before my very eyes... Mm-hmm. It occurred to me that there might just be a way to save both this version of myself and the means to reverse this little coup of yours. But how? Will you stop interrupting me? I'm obviously getting to the how. I figured that if I wrapped myself and this whole cave in a chrono pocket, I should have everything I need. A chrono pocket? Yeah, a great Pythonic invention. Patent applied for and everything. Well, at least it used to be. So, this pocket thingy kept you safe? Oh yes, it shields whatever is inside from any temporal disturbance outside the pocket. I see. But now that your empire has been thwarted and everything, I'm sure you've seen the light, yes? There's a light? Sorry, what light would that be? Well, the one that inspires you to do good, now that you know better. To work for the benefit of your fellow men and all that. Oh, sorry, no. It's full speed ahead on enslaving the world again, I'm afraid. Oh. But how do you plan to get your empire back? Well, that's just it, you see. I just need to know exactly what you guys did to stage this little coup of yours. And then travel back in time and make sure to stop it. Should be easy peasy, provided I have the right information. I see. Actually, I'm a little sketchy on the details, to be honest. Save your breath, kid. I picked this place and time because I figured it's where you would both meet up. Not to mention, it also houses an Interotron device. And before you ask, yes, it's fully powered up too. Oh, crap. Oops. So, tell me how it happened. How did you guys cheat me of my empire? Ja,
In der letzten Folge war ich mir ja noch nicht sicher, ob wir jetzt wirklich kurz vorm Ende stehen und ob wir da so cutten sollten. Aber ich bin jetzt froh, dass ich das getan habe, weil es scheint doch noch eine ganze Weile so weiterzugehen. Hm. Let's see just how sharp those edges are. Ja, du hast dich dran geschnitten, also müssten sie wohl sehr scharf sein. Nice. So, die Frage ist nur, macht Ihnen das jetzt was aus, wenn ich jetzt hier rumlaufe? Anscheinend nicht. Er ist so fixiert. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich jetzt mit ihm? Befreie Justin. Ja, das ist eine wundervolle Aufgabe. Ich kann mit ihm reden. Das Loch wird mir schon wieder so komisch angezeigt. So, you managed to break free, huh? So what? Big whoop. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass Justin so viel über all das weiß, wie du denkst. To be honest, I don't think Justin knows as much about all this as you think. I'll be the one to determine that. Thank you very much. What's that hole in your armor? Oh, that thing. That's just for air conditioning purposes. Ach so, ja, air conditioning. Yeah, I need clean air to make walking around in this thing half bearable. You see, this armored suit is a little larger than what my physique actually demands. I can pretty much fit in the torso part. Das ist der Kleine. Oh, I see. You try being the patriarch of an evil empire and see how long it takes you to start looking for some intimidating body armor. So you're that kid from the corner shop, huh? I may come from humble beginnings, but I built myself an empire, laying down the law through my superior AI-driven agents. What did you guys ever do, huh? Talking corner shop days with me. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Der hat auch die ganze Zeit so rumgefuchtelt und der war auch am Fluchen wie der Kleine. Okay, danke fürs Gespräch. Thanks for the chat, I guess. Whatever. Also, es ist ein Lüftungsloch. Die Frage ist, kann man da irgendwas reinstecken? I don't see how that could work. Ja, das Glas wahrscheinlich nicht. Sorry, doesn't work. Ja, die Katze passt da wahrscheinlich auch nicht durch. I think Oligarch would fit in there. Oh. But he wouldn't go in there unless there was something in there that he really wanted. Ah, das Ding kriegen wir nicht rein. Hat Justin irgendwas, was die Kater haben? Sag mir jetzt bitte nicht Sushi. Let's try something else. Okay, will er den Käse haben? Oh. Bullseye. Stimmt, das ist ja so ein Stickekäse. Hey, you guys smell something? I'm having a bit of an air conditioning emergency here. Holy crapotulus, that's a potent stench. But it's okay, I can keep it together. Okay, reicht das jetzt schon? Kann ich jetzt den Kater da reinmachen? I think Oligarch would fit in there. But he wouldn't go in there unless there was something in there that he really wanted. Okay, was haben wir denn sonst noch? Kaugummi? Oh, nicht die Maus, oder? Ich meine wegen dem Käse. Hey, little buddy. Ah. I know you like moldy cheese. Go get it, boy. Oh, ist das süß. Wow, something tickles. Die sucht jetzt den Käse, weil alles da noch stinkt, oder was? Inside this thing as well as me? Nein. I'm really struggling to keep control of the suit here. Das ist gut. But it's okay. I can keep my cool. Aha. Just about. Die Frage ist, wenn das jetzt so läuft, wie ich mir das vorstelle, hast du dann immer noch die Kontrolle? Go get that little mouse, Ollie. What the? Sogar eine Errungenschaft. Böse Katze. What just happened?
Nautilus! I'm losing motor control! Hey, guys! I don't know how you compromised my suit, but I know you're both behind this somehow! And just so you know, my revenge will be... unlike anything you could ever imagine! Now, if everyone could just calm down for a moment! Ja, lauf weiter nach rechts. Ja, ja, ja. Die Bananenschale. Attaboy, Oligarch. I knew you would jump out just in time. Yeah. Way to go, Oli. So, wanna help me out with this thing? Uh-oh. Jules? Sure. There's just something I'd like to try before that. Uh-oh. Was kommt jetzt? So, we're really doing this, huh? Well, I figure that while you're still in that thing, we might as well make the most of it. Sure. I guess. The device is set to auto. I think that means it will let us know whenever you're not being honest. Okay, okay, okay. Fair enough. Let's go. Oh Gott, was kommt jetzt? Okay. So tell me, after all we've been through, how do you feel about me? Echt jetzt? Nun, du weißt schon, naja, du weißt schon, naja, du weißt schon, oder? Well, you know, right? Yikes! Ouch. I think that means you weren't being honest. Right. Also lieber weniger okay, Worte. Let's try that again. Okay. So, how do you feel about me, Justin? Was denkst du, wie Salty, was an dem springenden Alligator vorbeigekommen ist? Also reden wir über Rush, die sind ziemlich fantastisch, oder? Ach Gott. Und was ist mit dem Agenten? Ziemlich schwach programmiert, oder? Also, kannst du dir vorstellen, dass Katzen ein Fell haben? Das wäre doch seltsam, oder? Ach du Scheiße. So, let's talk about Rush. They're pretty fantastic, am I right? Aber das ist doch keine Lüge. Also wenn er sie gut findet. Yeah. Maybe we should stop this? No, 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 no. Let's try it one last time. All right. So for the last time, Justin, how do you feel about me? I love. Ja. Ist dein Pineapple-Computer durch etwas anderes zu ersetzen? Zu erfahren, was mit diesem Klotyp passiert ist, hast du eine Idee? Die Rush-Band, hast du all die Jungs schon mal angehört? You, Julia. I love you, Julia. I love you too, Justin. Hey, I did it. I finally said it, Jules. You did, Justin. All it took was a few electric shocks and an interrogation device. But yeah, you finally managed to say it. Ah, es ist jetzt das Ende. Ah. Viel später. Attention all shoppers. This is Benny. It seems like some sort of rodent has been chewing on a cable in aisle one, causing one of the freezers to lose power. But we'll Na? Get that sorted in no time. Thank you. Eine der Ratten, wie geil. Aber was ist das schwebende Dings da? Oh oh. Klut!
Whoa, how long was I out for? Das frage ich mich auch. Aber die Ratten, die sind doch von jetzt, oder nicht? Hi there, I'm Clute. Welcome, Clute. Anything I can help you with? Well... I guess a lot of things have changed, huh? Well, we have been redecorating the tablet shells. And that bozoid plant is kinda new. Thanks for noticing. Yeah, no problem, Benny. The weather's looking pretty good. Oh, yes. It's pretty great out there. I think I'll be on my way, then. Okie dokie. Do you mind if I bring Smiley? Who? That magnet on your freezer. We've been hanging out for a long time. Oh, you go right ahead, Clute. Thanks. Es hat ja irgendwie einen Fadenbeigeschmack. Mit diesem Smiley. That guy's gonna be all right. Okay. Thank you. Ja, das scheint jetzt endgültig das Ende gewesen zu sein. Ist jetzt ein wenig überraschend. Also... Wenn das jetzt ausgeblendet wäre, nachdem die beiden miteinander gesprochen hätten, das hätte ich jetzt noch nachvollziehen können. Oh, da kommt noch was. Justin und Julia entstanden in Anlehnung an Gia und Nady. Okay. Ich soll einen schönen Gruß von ihnen ausrichten. Die hat ja mal geile Schuhe zur Hochzeit. Aber das war jetzt alles, oder? Oder kommt jetzt noch irgendwas, worüber ich jetzt noch sprechen muss oder so? Wahrscheinlich jetzt nur, wer das alles gemacht. Ach so, das muss ich sogar selber runterscrollen. Okay, ich mache das jetzt mal, während ich rede. Wir sind aber dann sehr schnell am Ende mit dem Durchscrollen, muss ich dazu sagen. Ja, ich war jetzt eigentlich darauf eingestellt, dass nach dieser Szene, wo er dann endlich mal gesagt hat... Achso, ich wollte gerade sagen, sind das Telefonnummern hier? Privatnummern vielleicht von den Leuten, die das erstellt haben? Nein. Ich dachte zuerst, dass das jetzt zu Ende wäre, als die Szene war, wo er jetzt gesagt hatte, dass er sie liebt. Und eigentlich, naja, trotz des ganzen Hin und Hers und alles irgendwie durcheinander gewesen in dem ganzen Spiel, es doch noch irgendwie ein gutes Ende dann gehabt hat. Aber... Das war nicht das Letzte. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Also auf der einen Seite habe ich natürlich dieses, oh, ich habe das Spiel durchgespielt Gefühl. Also dieses Positive. Und auch das Positive, dass sie sich jetzt natürlich am Ende gefunden haben. Ich weiß nicht, ob man es noch hätte versauen können. Ob man jetzt ein schlechtes Ende hätte machen können, indem man einfach was anderes gesagt hätte. Kann natürlich sein, dass dann da gestanden hätte Game Over und wir versuchen es nochmal. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob das eine andere Errungenschaft vielleicht gegeben hätte. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Also falls das irgendjemand zufälligerweise weiß, weil er es selber gespielt hat oder so, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich echt mal interessieren. Was mich ein bisschen verwirrt hat, gebe ich zu, war jetzt das Ende, weil ich nicht ganz verstanden habe, ob das jetzt in der Gegenwart war wegen den Ratten, weil die Ratten das, also die Ratte, das scheint ja die gleiche zu sein, die da abgehauen ist. Oder ob das in der Zukunft war, dass er quasi tiefgefroren war und in der Zukunft ist. Was ich mir aber gut vorstellen könnte, dass das Ganze in der Zukunft war, dass es dann vielleicht immer noch ein Rattenproblem gibt oder so in der Stadt. Das könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich denke nicht, aber es wäre wirklich der Hammer, wenn das nächste jetzt
vielleicht nicht mehr Justin Wick wäre, sondern Clute oder so. The Big Time Hack, keine Ahnung. Also ich denke mal, wie gesagt, nicht, dass da jetzt noch ein Teil kommen wird. Aber es ist natürlich eine schöne Überleitung. Also rein theoretisch könnten die Macher ja jetzt sagen, okay, wir fangen jetzt genau da an, wo das jetzt aufgehört hat. Nämlich, dass er in der Zukunft ist und dass er dann vielleicht, weiß ich nicht, zurück will in die Gegenwart zu seinen Kumpels und so, ne? Also zum Justin und zur Julia. Und dann ein riesen Hicker kommen, vielleicht mit dem wieder Kontakt aufnehmen kann und so. Das nur mal so als Denkanstoß vielleicht für die Entwickler. Ansonsten will ich keine langen Reden halten. Ich will nur kurz sagen, dass ich das Spiel mega, mega geil finde. Auch wenn ich gerade Schluck auf bekomme. Es gab die ein oder andere Situation, wo ich erstmal gedacht habe, das kann nicht euer Ernst sein, dass das jetzt so selten dämlich kombiniert wird. Aber solche, ja, in Anführungszeichen blöden Situationen kenne ich ja schon von so Spielen wie Monkey Island oder so. Ich sag nur das Gummihuhn und solche Scherze. Zum Ende hin wurde es dann doch ein bisschen humaner, also schon so, dass ich dann doch eher drauf gekommen bin. Ich muss auch zugeben, obwohl wir jetzt gerade 23:30 haben und ich eigentlich schon längst im Bett sein wollte, weil es mir halt eben auch nicht gut geht, von wegen Hals und Nase und so weiter. Muss ich aber doch ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt die letzten Folgen noch gut aufnehmen können. Es tut mir leid, wenn ihr da jetzt irgendwo das ein oder andere Mal vielleicht mitbekommen habt, dass ich krank war. Gehustet habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich weiß nicht, einmal zu viel geschluckt oder was weiß ich was, dass das so laut drin war. Dafür entschuldige ich mich natürlich recht herzlich. Aber es ging leider nicht anders, weil ich wollte unbedingt das Spiel weiterspielen. Habe dann irgendwann im Laufe der Zeit gemerkt, ich wollte ja eigentlich nach ein paar Folgen schon aufhören. Habe dann eben irgendwann im Laufe der Zeit gemerkt, oh, das neigt sich so langsam dem Ende zu. Und habe dann gedacht, okay, wahrscheinlich ist es jetzt gleich zu Ende. Und da war doch nochmal eine halbe Stunde fast dahinter. Also doch nochmal länger, als ich es eigentlich gedacht hatte. Was aber ganz cool gemacht war. Also ich fand die ganze Story und so weiter, fand ich cool. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Und ob ihr das Ganze schwer gefunden habt oder ja, wie ihr die ganze Story insgesamt so gesehen habt. Ob ihr das auch so klasse gemacht findet oder vielleicht eine andere Meinung dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Und wie gesagt, also wenn irgendeiner weiß, ob man ein anderes Ende erreichen kann, dann bitte schreibt es auch in die Kommentare. Ich denke eher nicht, aber vielleicht hätte es ja eine Errungenschaft gegeben, wenn ich mich jetzt angestellt hätte oder so. Man weiß es ja nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart, dass ihr mit mir dieses wundervolle Let's Play von Justin Wick zusammen erlebt habt. Und ja, ich freue mich schon sehr, sehr auf das nächste Let's Play. Ich mache ja alles kreuz und quer. Also ich werde auf jeden Fall in naher Zukunft jetzt wieder ein Point and Click dabei haben. Muss ich mal gucken. Ich habe noch 3 zur Auswahl. Ich hatte auch mal angefangen, Deponia aufzunehmen, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt so schnell wieder reinkomme oder ob ich doch lieber gucke, dass ich ein anderes Mal noch dazwischen schiebe und mich dann erstmal wieder reinfuchse in Deponia. Muss ich mal gucken. Aber das wird auf jeden Fall definitiv auch kommen, weil ich habe alle Deponia-Folgen mir damals geholt und die werde ich definitiv auch alle mit euch durchzocken. Ja, ansonsten, wenn ihr kein Point-and-Click gucken möchtet oder nicht so lange warten möchtet, lade ich euch natürlich herzlich ein, die anderen Let's Plays auch anzugucken. Ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen, wünsche euch von mir aus gesehen jetzt einen wundervollen Abend noch und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann! Ciao! Und außerdem, dieser eine Spieler ging mir echt auf die Nüsse. Ehrlich gesagt, man könnte doch Julia oder Claude nach einem Eichhörnchen fragen. Schon mal was von einer Tierhandlung gehört? Ups. Ich muss weg. Wir reden später weiter.